heutige Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen, dann kommen sie vom Jungvolk in die Mitteljugend. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kasse kennt. Hitler's Youth Corps. From their childhood on, they've learned to keep pace, to march in step, and to fall into line. For weeks, these boys have been marching. They've come from every corner of the country. They see themselves as the bearers of hope, but bear only flags. They feel called and follow a call that lures them with the prospect of a future. Their destination, the big party rally in Nuremberg, put on for his Führer by the youth leader. The young are sworn to loyalty to Hitler because Baldur von Schirach believes in him himself. Es gab im Zeltlager jeden Tag einen neuen Fahnenspruch. Ein Junge hat den vorgetragen. Die stammten alle von Schirach. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Jungvolkjungen sind stark, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind Kameraden. Des Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre. Und das fanden wir ganz toll. Baldur von Schirach war immer dahingehend ausgerichtet, zu formen, eher als der Former, der eben das junge Menschenmaterial, das ihm zur Verfügung stand, doch biegen konnte, wie er es brauchte. Und hier entstand das Neue und das, was Schirach erreichen wollte, diese Gleichschaltung. Diese Enteignung des deutschen Jungens, die Zerstörung seines Individuums, das war Schirachs Programm und das hat er erreicht. Ein Glaube bindet uns, ein Bekenntnis verpflichtet uns, ein Führer befiehlt. Durch seinen heißgeliebten Führer hat er natürlich entsprechende Anweisungen schon erhalten, in welche Richtung die Jugend auszurichten ist. Und danach hat er sich also strikt gehalten. Mit unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Krupstahl. Das war der Baldur von Schirach nicht. Das sind die, also die Worte, die trafen auf Baldur von Schirach nicht zu. Er war nicht der Mann, den man sich allgemein bei unserer Erziehung, soldatisch, hart, Gelände und Kämpfen und so,
der da Anklang fand. Wir waren Kernier. Schirach war ein Mann, der seine Worte sehr gut setzte, aber er war nicht der Jugendführer, mit dem man so durch dick und dünn gehen konnte oder mit dem man Pferde stehlen konnte, so um diese Ausdrücke mal zu gebrauchen. Er war ein Mann, der auf Distanz ging, der durch das Zeltlager schritt und der immer einen gewissen Abstand wahrte. An eloquent and cultured man, who quoted from Goethe and elevated Mein Kampf to the status of the Bible. An aesthete who loved the muses and preached asceticism. A tribune of the people from an aristocratic home. Brought up in the shadow of the First World War, too young to fight, yet old enough to become infected with the heady spirit of patriotism. All his life he bemoaned missing the frontline experience. Wir fühlen uns eins mit den 2 Millionen Toten des großen Krieges. Wir wissen, was wir tun und was wir gestalten, ist letztlich nichts anderes als die Vollendung ihres Wollens und ihrer Sehnsucht. The end of the war, a time of change. The new republic bore the name of Weimar, the Schirachs' hometown, but they felt estranged from it. Baldus' father was dismissed as director of the Weimar Court Theatre, renamed the National Theatre. Anyone who condemned the present was welcome at the Schirachs. This traveling preacher, who proclaimed himself a savior, was brought into the house by the young Baldur. Hitler's militant aura so impressed the insecure boy that in his attic room he dedicated a lyrical declaration of love to him. I was like a leaf that was floating free. Now you are my home and you are my tree. In you I believe, you are the nation. In her I believe, for you are her son. The new father figure, an agitator who knew how to woo people. Aber ich weiß auch, dass wenn ihr, meine lieben Jungs und meine Mädchen, einmal groß sein werdet, dass ihr dann euch zurückerinnern werdet mit Stolz und mit Freude, als ein neues Deutschland entstanden war, da haben wir als kleine Knaben und als kleine Mädchen für dieses Deutschland schon Partei ergriffen. These passions did not come to Schirach with his mother's milk. She was American, his native tongue, English. On a journey to the New World, he was faced with a choice. Meine Mutter hätte es sehr gern gehabt, wenn ich in Amerika geblieben wäre und dort gearbeitet hätte. In der Bank meines Großonkels oder vielleicht sogar in der Politik. Aber ich habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht und bin wieder zurückgekommen. Home to the guiding light of his future career. You're studying with me, decreed Hitler. He didn't need an academic with a degree, but a leader of students who could rally them under the swastika. The patrician's son joined the party rank and file. His propaganda skills brought him to prominence. In 1931, the 24-year-old was made Reich Youth Leader and put in command of the party's rising generation. It was his ambition to lick them into shape. But his mentor was skeptical. He didn't see the use of adolescents. They couldn't vote and were hard to keep in line. Schirach took a different view. With missionary zeal, the youth leader tackled the task of recruitment. Dann kam so etwas in ihm rauf, als wenn es Lust wäre. Irgendwas, was Schönes, sagte er. Guck dir das an, wie die Jungs, die marschieren. Das ist doch wunderbar. Und solche Gruppen musst du auch haben. Du musst aus diesen alten Mütterchen manchmal, auch Jungs, da musst du Kerle machen. This political Boy Scouts Club, united only by the name of Hitler, didn't cut much of a figure yet. But Schirach believed that the Hitler Youth would be his path to power.
Things were looking up in his private life, too. A first home in the Alps as a wedding present. Now, the young bridegroom belonged to the intimate circle of his master's courtiers. Von Schirach's wife, Henriette, was the daughter of Hitler's personal photographer, Heinrich Hoffmann, who turned the seducer's poses into icons. Just like his role model, the youth leader practiced the tools of demagogy. At his desk, he worked on a draft of a speech to be given before the entire Hitler Youth. Don't steal ideas or Führer. Wir lassen uns unsere Idee nicht stehlen und wir lassen uns unseren Führer nicht rauben. It was his idea to gather every available member of the Hitler Youth for a mass rally in Potsdam in 1932. Proudly, the disciple showed off his handiwork to his master. He wanted to impress him with a body of 70,000 supporters and a strong speech. Ich glaube an die unbändige Kraft des Nationalsozialismus, die alles vernichtet, was sich ihr entgegenstemmt. Threats turned to deeds when Hitler's troops ruled the streets. Anyone who refused to go along was persecuted or coerced into allegiance. Schirach wanted supremacy for his foot soldiers too, with terror, tactics and tricks. Streben, den Willen des Führers zum Heile Deutschland zu vollstrecken, hat die Hitlerjugend die Vielheit der Bünde von eins zur Einheit von heute geformt. For this, he had his accomplices. Hitler's loyal Reich Bishop Müller willingly delivered evangelical youth. Unsere Verhandlungen sind geführt im Geist des Vertrauens und im Geist guter Kameradschaft. Ich bin gewiss, dass auch die Überführung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend von demselben Geist getragen werden wird. Every other youth association also had to yield to Schirach's grab for power. Their most attractive features were copied by the Hitler Youth for its own repertoire of seductive ploys. Faszinierte und was mich begeisterte, das waren natürlich einmal die Märsche mit Fahnen und mit Trommeln und Fanfaren. Das waren aber auch die Heimabende und das waren die Liederabende. Die Kameradschaft, das war ganz toll dort. Jeder war für den anderen da. Und wenn ich dann in die Schule kam und von meinem Dienst erzählt habe, dann haben die gesagt, Mensch, da müssen wir auch hin. Zunächst war die Uniform schon mal ein Punkt, ne? Das war eine Zeit, wo Uniformen außerordentlich hoch im Kurs standen. Und wenn man dann schon als junger Kerl eine Uniform hatte, das hat schon einen gewissen Reiz ausgeübt. Ich denke schon, dass es dieses Zeltlager und Lieder singen und gemeinsam wandern und marschieren und Uniformen tragen vor allen Dingen. Ich glaube, dass das alles doch eine so starke Kraft hatte, dass also selbst wenn einer das Gefühl hatte, na, also ganz koscher ist diese Angelegenheit nicht, ist er mitgezogen. Denn es war für einen jungen Menschen unmöglich, die Dimensionen zu erkennen, die eigentlich dahinter steckten. The youngest followers. Under Schirach's direction, they learned to march in step, to think alike, to be the forerunners of a fully Nazified society. They liked taking part because it made them feel important. Ihr seid einmal Deutschlands Zukunft, denn ihr seid einmal Deutschland. Ihr seid einmal unser Volk. Ihr seid einmal nicht die Hoffnung, sondern ihr müsst dann die Vollendung dessen sein. Was wäre Hoffnung?
Natürlich imponiert es jungen Menschen, wenn ihnen gesagt wird, sie seien die Zukunft, sie seien entscheiden, die Alten würden sowieso eines Tages verschwinden. I am one of you, said Schirach, though he preferred a hotel to a tent. The versifier enthused about noble, independent youth. Did he know that this deceptive view disguised another goal? Schirach's boys were meant to be tough and daring, and to prove themselves in constant competition. Whatever they did in their leisure time, there was no getting away from the Hitler Youth. The same was true for the girls. In the BDM, the League of German Girls, they rehearsed their roles and learned what was expected of them. Das deutsche Mädchen heiratet im deutschen Jungen. Wir mussten ja alle arisch sein, sonst ging das nicht. Und dann bildet ihr eben eine neue Familie mit 2, 3, am besten 4 Kinder. Dann kriegt man das Mütterkreuz. So wurde uns das erzählt. It was their duty, the youth leader told them, to match the male ideal of beauty. They too were supposed to fit in with the harmony of the state. Schirach had met his target. In Hitler's Reich, nothing was so much under government control as youth. Mein Führer, ich melde Ihnen die größte Jugendkundgebung der Welt. Ich melde Ihnen den freiwillig vollzogenen Eintritt von 917.445 Jugendlichen am 20. April dieses Jahres. Heil Jungen! Waldo von Schirach hat immer gesagt, es ist freiwillig, es wird keiner gezwungen. Aber eine Freiwilligkeit in dem Sinne bestand nicht. Ein Mensch, der da, ein Kind, das sich ausschalten würde, wäre ausgegrenzt worden. Hätte Nachteile gehabt bei der Schule, Wahl und auch nachher bei der Berufswahl. Es wurde Druck ausgeübt, um zu erzwingen, dass man sagen kann, es ist alles geschlossen in der Hitlerjugend. In meinem Falle wurde es ja eben damit begründet, also dass ich mein Abitur nicht machen könnte, wenn ich in der Hitlerjugend wäre. At whose feet he laid this offering of millions, Hitler's disciple left no doubt. Und wenn ich mich auch nach seinem Willen der Führer aller deutschen Jugend nennen darf, so weiß ich doch, dass ich nichts anderes bin als der Treuhänder. Ich will nichts anderes sein als das Werkzeug, durch das der größte Deutsche seine Jugend formt. Über allem stand der Führer, stand Hitler, und seine Bilder hingen überall. Er hatte Deutschland gerettet vor allem Möglichen. Und wir gehörten dazu. Wir waren Jungvolk in der Hitlerjugend. Alles in allem Religionsersatz. Es fehlte nur das Beten, nicht? Aber es gab trotzdem ein Gebet, was ich damals gesprochen habe. Ein NS-Gebet, es gab es. Schütze Herr mit starker Hand, unser Volk und Vaterland. Lass auch unseres Führers Fahrten leuchten, deine Huld und Gnade. Nicht? Und so, da war dieses religiöse Moment dabei. Ja. With religion comes ritual. Not far from Gdańsk, the Marienburg, holy site of mythical Germanic worship. Year after year, it was the setting for a ritualistic spectacle. Within the medieval walls, the novices of the Hitler Youth were ceremoniously sworn in. Flags, flames, and fanfares produced the spine-tingling atmosphere of an order under oath. The theater director's son knew how to stage awe-inspiring ceremonies. Alle Jugend dem Führer.
Das ist die Parole der HJ. Und wie in den vergangenen Jahren, rufen wir auch heute den Jahrgang der Zehnjährigen zum Dienst unter Adolf Hitlers Fahne. Deutschland braucht auch den kleinsten Pimpfen und gerade ihn. In der großen Kameradschaft der Jugend soll er genauso wie auch das zehnjährige Mädel lernen, seinen eigenen Willen dem Willen der Gemeinschaft und einer Führung unterzuordnen. This rule was the cornerstone of Chirac's training program. The edifice of National Socialist Youth is built on the foundations of discipline and obedience. Therefore, a member of the Hitler Youth will unquestioningly accept his Führer's orders, even if they are directed against himself. Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. Das Ziel war, eine Gruppe zu schmieden, die verfügbar war, mit der die Führer machen konnten, was sie wollten und sie einsetzen konnten, wie sie einsetzen wollten. Das heißt also, ein gehorsames Volk zu formen. Die Flieger riskieren immer mal Kopf und Kragen. Da muss sich einer auf den anderen verlassen können, ihm blind vertrauen. Schweinehunde, die immer nur an sich denken, die nach den Gründen eines Befehls fragen, anstatt ihn unter allen Umständen erst einmal auszuführen, die können wir bei uns nicht gebrauchen. Der Befehl ist heilig. Man hat darüber nicht nachzudenken, sondern man hat ihn auszuführen. Ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, wenn ich also jetzt manchmal höre, da hat der und der hat an Erschießungen teilgenommen, dann frage ich mich, nicht wahr, Willi, also du hättest ja Offizier werden können und zum Einsatz kommen. Und du hättest dann den Befehl gekriegt, das zu tun. Heute im Nachhinein würde ich sagen, nicht wahr, also das wäre ja wäre grausam gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich ausgeführt. So war man hinerzogen worden in den ganzen Jahren. This man reaped the fruits of that training. SS Chief Himmler counted on the Hitler Youth as a preparatory school for his Black Order. He made a pact with Chirac. The SS Death's Head formations could recruit directly from Hitler Youth patrols. The boys considered promotion into Himmler's elite troop a great honor. Yet, in their black uniforms, they were trained to be willing executioners with terrible consequences. Da waren Hitlerjungen, die der SS zugeteilt waren, und sie gehörten zur Bewachung im Konzentrationslager Auschwitz. Diese beiden Hitlerjungen waren die größten Todmacher auf diesem Transport, bei dem ich war. Sie gingen hinten, hatten ihre Maschinenpistolen und die Parole lautete, wer zurückbleibt, wird erschossen. Und sie haben die, die zurückgeblieben sind, erschossen. In großen Mengen. Wer hat denn diesen Geist erzogen? Wer hat denn diese Barrieren abgebaut, dass man Juden umbringen darf? Weil sie ach so mies sind und weil die ganze Welt sie hasst. Wer war es denn? Hat Baldo von Schirach das vielleicht verhindert und gesagt, nein, nein, nein? Schirach was openly antisemitic, but brute force was repugnant to the cultured man. Ich habe die Ereignisse des 9. und 10. November als eine Kulturschande bezeichnet. Und ich habe auch von einer verbrecherischen Aktion gesprochen. But that could not exorcise the evil he had helped conjure up. Feuer! Ein Wort von Ewigkeitswert für eine Rasse. Für uns gab es nur eine ideale Rasse. Das war die germanische Rasse. Wir sahen alle zwar nicht aus wie Germanen, also ich war auch nicht blond, aber die germanische Rasse war eben die führende Rasse. Und der Jude wurde uns grundsätzlich nur als hässlicher, widerlicher Untermensch dargestellt. Die Jugend war in dem Sog des Antisemitismus hineingezogen.
alle diese ganzen antisemitischen Parolen und Tendenzen, von Saujude bis ich weiß nicht was, das ist doch an der Hitlerjugend nicht spurlos vorbeigegangen. Der Schirach hätte sie gar nicht davor schützen können, selbst wenn er es gewollt hätte. The seeds of his training were ripening in another field as well. What began as an adventure in the holiday camps and training sessions of the Hitler Youth would bear fruit later when the game turned serious. Dann hat der Mann schon eine gewisse Vorbildung. Wie der Junge, der zur Infanterie ging, schon im Gelände rum sich bewegen konnte. Der wusste schon, wie man im Liegen ein Schützenloch aushebt, beispielsweise. Im Liegen ein Schützenloch aushebt, wo man sich dann also reinducken kann, wenn Granatenbeschuss kommt. Das wurde bei der Hitlerjugend geübt. They were taught everything a future soldier needed to know. Fitness for military service was the slogan that their youth leader impressed upon them. He watched over their apprenticeship himself. Und dann haben wir ein Geländespiel gemacht, Waldo von Schirach. Wie von einem Feldherrnhügel, muss man sich vorstellen, stand er oben mit seinen Gebietsführern, hat mit dem Fernglas uns beobachtet. Und wir hatten jetzt die Aufgabe, uns ungesehen an diesen Feldherrnhügel heranzuarbeiten, robben, ja. Und das war also ganz aufregend. Und er hat später seinen Kommentar dazu gegeben, die sogenannte Manöverkritik. Just like real soldiers. Part of the doctrine learnt in the Hitler Youth was the cult of the martyr. The death of young Herbert Norkus, said to have been killed by communists, took on the aura of legend under Schirach. The seductive power of the big screen. Also Junge, ich will dir mal was sagen, verstehst du? Du hast mal gesagt, der Hitlerjunge ist ein Soldat. Ja, das habe ich gesagt. Und du bist im Feldoffizier gewesen. Ja. Hast du da deinen Soldaten auch verboten, nach vorn zu gehen, wenn es mal geschossen hat? Ja? Adolf Hitler, wir sind bereit, wie immer, für dich einzustehen bis zum Letzten. Es gibt keinen Hitlerjungen unter der Sonne, der nicht bereit ist zu sterben. But only in a film can you die as heroically as this, with Schirach's hymn on your lips. Flattert uns. Es war für uns ein leuchtendes Vorbild. Knecks war schlussendlich bereit, oder Herbert Norkus, bis zur allerletzten Konsequenz. Also für seinen geliebten Führer ging er sogar in den Tod. Und das Ganze hatte ein gewisses etwas Mystisches um sich herum. Die Fahne ist höher wie der Tod. Also es war ein Aufruf der Jugend, für die Fahne sein Leben zu opfern. Und kann es ein größeres Verbrechen geben an Jugend wie dies? Und das wurde an 12-, 13-jährige Jungs gerufen. That's being the purpose of this defense training. Could all this have escaped Hitler's youth leader? Der Gedanke, die Jugend für einen Krieg zu erziehen, erschien mir damals absurd. Aber natürlich, im weiteren Verlauf des Aufbaus der Jugendbewegung, sah ich durchaus die Notwendigkeit, diese Jugend wehrstark zu machen. Im Sinne des alten Wortes, wenn du den Frieden willst, rüste zum Krieg. An einen Angriff gegen andere Völker habe ich niemals auch nur im Traum gedacht.
With the invasion of Poland, the war games were played in earnest. Almost all the Hitler Youth leaders exchanged their uniforms for field gray. Schirach's club supplied enthusiastic recruits for the Wehrmacht. Es ist Ihr Wunsch, einmal Waffenträger der Nation zu sein. The seeds of military glorification now bore fruit. Meine Kameraden, Sie haben sich nur als Hitlerjugendführer auch irgendwie prädestiniert gefühlt und sind wohl dann auch leichtsinnig oder unüberlegt oder wie auch immer, sind die dann nach vorne gestürmt und fielen also, ich möchte fast sagen, reihenweise. Es war erschütternd. Die Leute, die uns ganz nahe gestanden hatten, die waren also 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen draußen und dann kam die Todesanzeige. Ganz Deutschland glaubt an euch. Wer aus euren Reihen fällt, der stirbt nur, um unsterblich zu sein. Des Morgen die Jungen an schwankenden Stand, die Fahnen der kommenden Zeit. Sie tragen sie stolz in den Sieg hinein, ein Weg ist so steil und so weit. Sie tragen sie stolz in den Sieg hinein, ein Weg ist so steil und so weit. The gaps created by the war had to be filled by the boys and girls of the Hitler Youth on the home front too. He also felt an obligation and had his photo taken first. Rather than be left the last Hitler Youth leader out of army uniform, he volunteered, with his own private quarters and personal training officer, naturally. Now he could acquire firsthand the much-lauded frontline experience. His baptism of fire came with the war against France, but after 2 months, he'd hardly been promoted to second lieutenant when Hitler summoned his protege to his headquarters. In the dictator's eyes, Schirach had outgrown the uniform of the Hitler Youth. Schirach sagte ja etwa so, ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Die besteht darin, Wien in einer psychologisch völlig verfahrenen Situation wieder für das Reich auszurichten. Hitler's governor in Vienna, a task which appealed to Schirach's love of art as much as to his love of power. Hitler's fellow countrymen still greeted the victor with enthusiasm. But the ruthless power politics of his envoys was causing growing bitterness in Vienna. Schirach was supposed to calm the troubled waters. Zunächst waren die Wiener eigentlich sehr zufrieden, dass der kam, weil man den bis dahinigen, nämlich den Herrn Bürgel, der also nicht der Gauleiter Bürgel, der im Wiener Mund nur der Bierleiter Gauke hieß, also ein eher mehr oder weniger besoffener und schrecklich brutaler und schrecklich grober Kerl war, den haben sie also gar nicht gemocht, den wollten sie nicht. Und so hat man sich erwartet, dass mit Schirach eine neue und vernünftigere Wirtschaft in Wien beginnen wird. A fresh start in the princely splendor of the new office. Wien beginnt wieder auszustrahlen. Und alle Menschen, die an dieser Stadt hängen, ob sie nun in ihren Mauern geboren sind oder nicht, sie dürfen mit Recht von einem neuen Selbstgefühl erfüllt sein. And display it magnificently, of course.
Beim Führer hat man das Gefühl gehabt, dass er sich im letzten Glanz der Märchenstadt Wien ein bisschen sonnen wollte und dass er das intensive Kulturleben in Wien und so weiter, das hat er sehr gepflegt und er wollte auch immer mit Künstlern verkehren und ähnliches mehr. Also da, in diesem Sinn war er bestimmt vielen anderen Nazi-Gauleitern und Führern voraus. The artistic freedom promised by Hitler's governor seemed to promise a political easing as well. Und dann kam Schirach, dem also dem Ruf vorausging, dass er eine Art Schöngeist gewesen ist, ein intellektueller Interessierter an den schönen Künsten, ein Aufgeschlossener. Und irgendwie haben die Juden damals gemeint, naja, also da kann es doch nicht so arg sein, wann der da ist, nicht wahr? Aber das war natürlich doch völlig unzutreffend, nicht wahr? While under Schirach's regency the cultural life of the city on the Danube blossomed afresh, from 1941 the deportation trains rolled eastwards with eerie efficiency. 60,000 Viennese Jews were transported to the death camps during Schirach's time in office. Ein Freund von mir wurde mit seinen Eltern 1941 nach Polen abtransportiert. Seine Eltern wurden umgebracht und er selber hat sich durchgeschlagen, ist wieder nach Wien zurück, schwarz, und hat mir gesagt, wenn du geholt werden solltest, tauch lieber unter, sie werden dich umbringen, sie werden dich vergasen. Meine Eltern haben sie auch vergast und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es einfach nicht geglaubt, denn das ist ja nicht zu glauben. Did the Gauleiter also suspect nothing? Was he indifferent or powerless as regards the fate of the deported Jews? Auch Schirach hat ein bisschen weggeguckt. Er hat sich das Ausmaß nicht realisiert. Aber im Grunde war ihm die Kunst und die Künstler ungleich wichtiger als irgendwelche antisemitischen Gedanken. Was the Gauleiter competing against the other henchmen to show his zeal in every respect? Es gibt keinen Auftrag des Reiches, den Wien nicht vorbildlich erfüllen wird. Das war also doch ein Anliegen des Herrn Baldur von Schirach. Wien sollte judenrein werden. Er wollte ja diese Perle, wie sie der Herr Hitler genannt hat, er wird ihr die richtige Fassung geben, hat er bei seiner Antrittsrede in Wien am 13. März gesagt. Er wollte also diese Perle dem Führer judenrein offerieren, um ihm eine besondere Freude zu machen. Boldly, Schirach justified the unjustifiable. Sometimes people say to me, how can you banish Herr Israel Löwenstein to the ghetto in the East? To a man who has bought over 100 German books and should be classed as an upholder of German civilization, it is a dreadful punishment. To this I must reply, to me it would be no punishment to be deported from an alien country to live elsewhere with German compatriots in a purely German community. I would do everything in my power to join a transport. Cynicism or naivete? Did the influential governor really only watch helplessly as people were deported en masse from his city? Did Hitler's confidant not know of the extermination plans, as he always protested? Recently discovered documents shed a slightly different light on his role. In October 1940, Schirach complained to Hitler across the table
that he still had over 50,000 Jews in Vienna who had to be taken off his hands. In March 41, the Gauleiter demanded of Himmler that he immediately recommence the deportations which had been briefly suspended. In December 41, Hitler revealed his plans to exterminate the Jews of Europe to all the Gauleiters and Reichsleiters. His henchmen then knew what Hitler only dared hint at in public. Wir sind uns im Klaren, dass dieser Krieg, der nur damit enden könnte, dass entweder die germanischen Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. In June 1942, Schirach announced at a Labour Front parade, "By autumn we shall be celebrating the festival of a Jew-free Vienna." Während der letzten 50 Jahre von 1933 waren Tausende, nein Zehntausende von galizischen Juden hier nach Wien gekommen. Und sie hätten es beinahe geschafft, Wien zur schmutzigsten und schmierigsten Hauptstadt der Welt herunterzuziehen. Der nationalsozialistischen Verwaltung unter der Führung des Reichsstatthalters Waldorf von Schirach ist es gelungen, die Donaustadt wieder zu einer deutschen Stadt zu machen. Alle wichtigen Berufe und Schlüsselstellungen sind entjudet worden, sind wieder sauber und florierend. What that meant, only very few of Vienna's 180,000 Jews survived to tell. Wir waren 2500 Leute, mussten uns in Fünferreihen aufstellen und dort stand ein SS-Mann und wir mussten auf ihn zugehen und er hat nur so gemacht, links, rechts, links, rechts. Wir wussten ja gar nicht, was das bedeutet, links, rechts. Leider, mein Bruder ist links gegangen und ich rechts und von den 2500 sind 500 übrig geblieben. Das heißt über 16 Jahre und unter 50 Jahre. Alles andere war in einer halben Stunde tot. When it was too late, the Gauleiter discovered scruples. The familiar drive to the Berghof of his former idol was robbed of its charm. Gradually, the suspicion grew in Schirach that he was serving a madman. He didn't dare speak his mind. But his wife, who had known Hitler since she was a child, tried to appeal to the dictator's conscience. In 1943, da hat sie eine Freundin in Amsterdam besucht und ist abends in ihr Hotel zurückgegangen und hat Schreie gehört. Und da sind Jüdinnen und Kinder sozusagen fortgetrieben worden. Und das hat sie furchtbar geschockt. Und da haben mir die deutschen Offiziere gesagt, also wenn du zu Hitler zurückfährst, sag ihm, dass er, was er hier in Holland tut, ist wahnsinnig. Die freundlichen Holländer haben wir zu Feinden gemacht, wir führen uns hier auf, wir sperren die Leute ein. Und ich war so entsetzt, ich habe das wirklich nicht gewusst. Und ich habe ihm gesagt, ich habe so nur erlebt, dass wir solche furchtbaren Sachen machen und die Soldaten sich schämen und dass wir das... Und da kam es zu einem fürchterlichen Streit. Der Führer ist aufgestanden und hat gesagt, sowas wie... Gefühlsduselei oder mischen Sie sich nicht in Dinge, die Sie nicht verstehen, und hat sich zurückgezogen, hat den Abend also abgebrochen und seitdem ist die Frau von Schirach nie mehr auf den Berghof eingeladen worden. Her husband too lost favor with his former mentor. Encouraged by Schirach's rivals, the dictator withdrew his confidence in the vacillating governor, but didn't dismiss him. Only the grim condition of the war prevented Schirach's recall. The youth leader had to remain an idol for a whole generation. On all fronts, the young had to stick their necks out for a Reich that was doomed to destruction. Youths ready for sacrifice, mere stopgaps. Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Nach der vormilitärischen Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern hat sich ein Teil des ältesten HJ-Jahrganges
aus eigenem und freiem Entschluss zum Einsatz in der Waffen-SS gemeldet. Zu Ende des Krieges ist ja diese Division Hitlerjugend aufgestellt worden. Das waren also Jungs, die gerade 16, 17 Jahre waren, die eine ganz geringe militärische Ausbildung hatten. Und die Jungs haben sich ja tatsächlich, haben die sich ja in ihren Schützenlöchern totschlagen lassen. Denen war also gar nicht bewusst, dass der Krieg lange verloren war. Die Jungs haben sich aufgeopfert für Deutschland für nichts. In the end, even the youngest were in for it. Illusions, they knew nothing else. Wir haben Angst gehabt, dass wir zu spät kommen. Wir haben gefiebert, hoffentlich kommen wir noch zurecht. Wir haben gedacht, der Krieg geht vorher zu Ende und wir schaffen das nicht mehr. So begeistert waren wir. Their enthusiasm was fired by a solemnity that defied reality. Für uns gab es nur diesen Blick jetzt nach vorn und ehrenvoll bis zum Ende zu kämpfen. Chirac's protégé finished what his predecessor had started. Die echte Kriegsfreiwilligkeit dieser Jugend wird in der Kampfmoral auf dem Schlachtfeld lebendig sein. Ich empfinde Schmerz darüber, dass all das kaputt gemacht worden ist, was an Idealen da war. Wut darüber, dass wir in aussichtsloser Situation benutzt wurden. Eigentlich nur, um Hitlers Leben um ein paar Tage zu verlängern. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft und alle gemeinsam opfern. The battle for Berlin. The last reserves were children. Ich habe nicht gewusst, wie das in Berlin aussieht und wie die Jugend da eingesetzt wird. Ich habe gar keine Einwirkungsmöglichkeit mehr gehabt. Aber ich kann rückblickend nicht verstehen, dass man Kinder in den Kampf schickt. Ich finde, es lässt sich nicht rechtfertigen. Biologisch nicht. Cheap talk from an educator who had constantly preached to children the spirit of sacrifice and the readiness to die. Vienna, the front line. Here, Chirac still had some influence. Chirac hat einen Aufruf an die Bevölkerung und insbesondere an die jungen Leute gemacht und die aufgefordert, die Perle des Großdeutschen Reiches Wien für den Führer zu schützen und zu verteidigen. Die hat die Leute rausgeschickt auf die Berge, auf die Hügel östlich von Wien, wo sie dann zu einem erheblichen Teil draufgegangen sind, im völlig hilflosen Kampf. Sie haben ein paar Panzerfäuste gehabt und da kam die Rote Armee. Also kann man sich vorstellen, wie schnell das ging. The Soviet advance could not be stopped. To the last, the Gauleiter did not dare resist Hitler's orders to hold out to the end. When Vienna could no longer be held, he left his last command post in the cellar of the Hofburg and sought shelter in the idyllic Tyrolean countryside. In this house, Chirac went underground as the crime writer Richard Falk, until the Allies arrested him. Nuremberg, the destroyed cult town of the Nazis. Now the victors were sitting here in judgment. Baldur von Chirac shared the dock with the other henchmen, who always relegated him to the second row. Like them, he rejected the victors' tribunal. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage als nicht schuldig. But when in the courtroom pictures of the horror silenced every excuse, Chirac finally brought himself to an admission of guilt.
meine Schuld, dass ich die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt. Das ist alles, was ich zu meiner Entlastung sagen kann. They had believed too. They had given their youth. Many gave their lives. Their innocence. Schuldig? Nein. Schuldig war diese Jugend eigentlich nie. Sie wurde schuldig gemacht durch die Entscheidungen der Eltern, der Fähnleinführer, durch Baldur von Schirach. 20 years in Spandau. Atonement for sanctioning the Jewish deportations. The guilt to which he had admitted remained unatoned. The abuse of a whole generation.